Liebes Tagebuch, kann ich es je schaffen, glücklich zu werden, wenn es schon meine Eltern und die Eltern meiner Eltern auch nicht konnten? Kann ich diesem Hass, dieser Gewalt in mir entkommen? Habe ich überhaupt eine Wahl? Ali! Dieser junge Mann ist mein kleiner Bruder Ali. Im Laufe der Dreharbeiten lerne ich ihn besser kennen. Im Gefängnis hast du keine Probleme mehr. Du hast keine Sorgen. Bist du? Im Gefängnis hast du keine Probleme. Scheiße. Das ist meine ein Jahr jüngere Schwester Samira. Im Alter von 5 Jahren steckt sich Samira beim Zündeln aus Versehen selber an. Obwohl sie in Flammen steht, traut sie sich nicht, unsere Mutter zu wecken. Meine Kinder müssen nicht alles erfahren, was in meiner Kindheit war. Warum nicht? Das ist Ilknur. Doch wir nennen sie alle Abla. Das bedeutet große Schwester. Esra ist das Nesthäkchen der Familie. Als Kind hält sie mit ihrem frohen Gemüt die Stimmung auf und ist dabei oft ein großer Trost für uns alle. Esra, halt die Fresse, ich möchte dich gar nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Geh raus, ich schwöre, ich knall dich gleich. Verpiss dich raus. Lolo. Verpiss dich Lolo. Raus. Verpiss dich raus. Verpiss dich raus. Ich bin der Lolo. Kim Gelle Dixie. Was ist denn los? Das ist meine Mutter Behan. Das Einzige, was sie besitzt, ist eine Bestattungsversicherung, die ihr eine Überführung in ihr Heimatland, die Türkei, garantiert. Alteyli hamile kadın kayışından dayak attılır mı? Yatak odasında titriyordunuz siz. Hatırlıyor musun o zaman onu eve? Saçlarımı yoluyordum ben hep. Tamam başka konuşmak istemiyorum ben. Sen bizi hiç sevdin mi anne?